Wir alle schlafen noch. Sie sind schon unterwegs. Wir sind schon längst zu Hause. Sie haben den weiten Weg dahin noch vor sich. Ob auf der Straße oder auf Schienen. Jeden Tag fahren Sie 150, 300 oder sogar 600 Kilometer. Einen Tag lang begleiten wir drei Pendler auf ihrem Weg zur Arbeit und zurück und erleben mit, was es mit ihnen macht. Das Pendeln durch Land und Ländle. Und das Ganze fängt verdammt früh an. 3.55 Uhr in Bochum-Mitte, Nordrhein-Westfalen. Um 4.05 Uhr steht er schon da. Peter Schieder, 51 Jahre alt. Abendduscher aus Zeitgründen und stiller Mitbewohner. Seine Lebensgefährtin schläft nebenan. Seine zwei Töchter sind bereits aus dem Haus. Jimmy Jane und noch zwei andere Mitbewohner sind seine treue Gesellschaft um diese Uhrzeit. Ganz bestimmt nicht, weil er sie gleich füttert. Ganz sicher nicht. Peter Schieder ist Projektleiter in einem Autokonzern und liebt seinen Job. 300 Schienenkilometer weit weg, in Rüsselsheim bei Mainz. Ja, jetzt geht's runter. Guck mal her. In 3,5 Stunden muss er an seinem Schreibtisch sitzen. Wie lange haben Sie geschlafen heute noch? Ich habe jetzt rund 4 Stunden geschlafen. Das ist so Ihr Durchschnitt? In der Woche ja. 6.30 Uhr aufstehen, das war nie meine Zeit gewesen. Früher, wenn ich zur Schule musste, man fängt ja typischerweise um 8 Uhr an, steht um 6.30 Uhr auf. Das war nie mein Takt gewesen, nie meine Zeit. Ich kann besser, wesentlich besser morgens um 4 Uhr aufstehen. Seltsamerweise ist das so. Obwohl das wesentlich früher ist und ich habe wesentlich weniger Schlaf, es ist so. Ich muss jetzt überhaupt nichts essen, das ist mir einfach zu früh, das brauche ich alles nicht. Außerdem habe ich keine Zeit dazu. Von Küche bis Bürostuhl werden es 3,5 Stunden und 3.535 Schritte sein. Die zählt er jeden Tag. Den ersten macht er um Punkt 4.25 Uhr. So, ihr vier Schnuffelnasen. Tschüss. Organisieren kann er gut. Sein Beruf und den Weg dahin. Verschlafen, Hektik, etwas in der Wohnung vergessen, das alles kennt er nicht. Einmal hat er in der Dunkelheit zwei verschiedene Schuhe angezogen. Einen schwarzen und einen braunen. Doch Zeit zurückzugehen hat er nicht. Sein Alltag an 225 Arbeitstagen im Jahr. Zur U-Bahn sind es 892 Schritte und 600 Meter. Gleich kommt das erste von 5 verschiedenen Verkehrsmitteln, die ihn ans Ziel führen werden. Verpasst er diese U-Bahn, hat er Zeitpuffer bis zur nächsten. Verpasst er die nächste, dann kommt er eine Stunde später bei der Arbeit an. Das passiert ihm nie. Dass die Rolltreppen kaputt sind, passiert ihm dagegen oft. So kommt er auf 348 Schritte bis zum Bahnsteig. Das Laufen ist Teil seines Fitnessplans. Als Fernpendler hat er sonst keine Zeit für Sport und er will gesund bleiben. Die Bahn ist pünktlich. Das ist so an 99 von 100 Tagen nach seiner persönlichen Statistik. Sein Ritual. Jeden Morgen steigt er an einer bestimmten Stelle ein. Genau hier. Das macht Sinn, hier einzusteigen, weil wir in Köln wiederum eher weiter hinten einsteigen, damit wir in Frankfurt wieder richtig auskommen. Peter Schieders Stammplatz für die nächste Stunde. Meistens ist er hier alleine, selten zu zweit. Mehr Leute waren um diese Zeit noch nie mit ihm unterwegs. Die erste Strecke geht bis Köln. Am Ziel ist er erst in 3 Stunden und 10 Minuten, wenn alles klappt. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn zur Fahrt nach Wien. Wir wünschen Ihnen einen guten Reisen. Wenn der ICE 10 Kilometer weit gefahren ist, schlummert er bereits. Woanders werden jetzt zwei andere Großpendler wach. Es ist 5 Uhr, guten Morgen. Hinter dieser Haarpracht versteckt sie noch ihr verschlafenes Gesicht. Claudia Launag, 47 Jahre alt, Morgenmuffel und Pendlerin wider Willen. Jeden Morgen fährt sie von Filderstadt auf die Schwäbische Alb. Dort arbeitet sie als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.
Bis sie das Haus verlässt, dauert es noch eine knappe Stunde. Und die braucht sie auch, um wach zu werden. Und Musik. Gut gelaunt in den neuen Tag starten. Hier ist SWR 3. Es ist 5 Uhr. Auch in Hemsbach an der Bergstraße. Frank Schäfer muss ganz leise sein, denn seine Frau und sein 6-jähriger Sohn schlafen nebenan. Vor ihm liegen 150 Kilometer Pendelei nach Stuttgart. Einfacher Weg. Er ist Manager bei Daimler, 46 Jahre alt. Um Familie und Beruf zu vereinbaren, hat er sich fürs Pendeln entschieden. Jeden Tag will er seine Frau und den Sohn sehen. Seine Freunde leben hier, auch die älteren Töchter. Kuckuck und schönen guten Morgen, 5:07 Uhr ist es jetzt. Claudia Launack hasst das Pendeln und das frühe Aufstehen, doch es muss sein. Sie hat 2 erwachsene Kinder und ist gerade Oma geworden. Ihr Lebensgefährte lebt bei Göppingen. Warum so früh? Weil einfach der Verkehr weniger ist. Ja. Und dadurch kann ich abends eben auch zeitig zu Hause sein und noch Zeit für die Familie haben. Morgens habe ich eh keine Zeit für die Familie, weil die um 7 erst aufstehen, 7:30 aufstehen und dann bin ich eh schon weg. Ob ich dann um 5 weg bin oder um 7, ist egal. Aber bin fit. Hab schon geduscht. Das heißt, kann losgehen. Es ist sein Traumjob, den Frank Schäfer seit Januar 2013 hat. Ein Traum 150 Kilometer weit weg von zu Hause. Für Claudia Launack ist ihre Arbeitsstelle der erste Vollzeitjob, nachdem sie Hartz-IV-Leistungen vom Arbeitsamt bezogen hatte. Super, ein Job, nur leider weit weg. 125 Kilometer insgesamt jeden Tag. Ihr Auto ist ein VW Polo Baujahr 2003. Frank Schäfer fährt gleich mit seinem Dienstwagen los. Der passt zu seinem Traumjob. Der neueste A250 Sport von Mercedes mit allem Schnickschnack und der besten Technologie an Bord. Es ist kurz nach 6. Voraussichtliche Fahrzeit knapp 2 Stunden für die 150 Kilometer. Dass er heute viel länger brauchen wird, ahnt er jetzt noch nicht. Es wird recht anstrengend. Ich muss mir überlegen, wann ich was mache, muss Prioritäten setzen. Ja, mit anspruchsvoll. Und das geht mir durch den Kopf, ja. Das heißt, Sie sind jetzt schon bei der Arbeit? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ist aber auch ganz gut, weil ich mich so auf eine gewisse Art und Weise einstimmen kann auf die Arbeit, auf den Tag. Kann mir Sachen überlegen, kann für mich meinen Tag planen. Sorry. Oh, sorry, okay. Kann für mich meinen Tag planen und habe so Zeit für mich, um das einfach mal durchzugehen und mir zu überlegen, was ich alles zu tun habe. Es ist für mich fast besser, wie aufzustehen, rauszugehen, 5 Minuten später schon am Schreibtisch zu sitzen und anfangen zu müssen zu arbeiten. Ja. Für Claudia Launack ist die Fahrt verlorene Zeit. Eine knappe Stunde ist sie jetzt unterwegs. Es ist 5.47 Uhr, 13 Minuten vor 6. Hier ist SWR 1 Baden-Württemberg. Nur die Musik mildert ihre schlechte Stimmung. Sie hat sozusagen nur 62 Kilometer nach Albstadt. Aber sie wünscht sich nichts sehnlicher als länger zu schlafen und einen Job um die Ecke. Um aus Hartz IV schnell rauszukommen, hat sie diese Stelle weit weg angenommen. Also das Pendeln schränkt mich halt dahingehend ein, dass ich das Gefühl habe, dass ich permanent müde bin. Durch dieses extrem frühe Aufstehen, also man hat immer diese Uhr im Nacken. Ich habe nochmal Dienstbeginn um 7 Uhr. Und es darf kein Unfall oder wenn ich vor einiger Zeit hatte ich Nebel auf der B27, da bin ich dann mit 60 entlang getuckert, dann hat man schon, dass ich denke, oh, reicht dir das dann von der Zeit, bist du pünktlich? Ja. Bald liegt hier Schnee, dann wird alles noch schwieriger für sie und ihren alten Polo. Seit einer knappen Stunde döst Peter Schieder den Pendlerschlaf und rollt dabei gen Süden. Anfangs war ich
Pendler gewesen. Zum Wochenende bin ich nach Hause gefahren, am Wochenanfang gestartet und habe das dann in der Woche gemacht, weil mein Arbeitsplatz ist nun mal ein bisschen weiter weg. Nach 3 Monaten hatte ich dann keinen Sinn darin gesehen, zumindest was meine Freizeit betraf. Ich hatte keine Lebensqualität am Arbeitsende. Das heißt, wenn ich Feierabend hatte, hatte ich kein Feierabend gehabt, sondern das war nur Telefonieren mit zu Hause. Ich habe nicht mitbekommen, wie meine Töchter sich in der Woche verhalten haben, bewegt haben, und das war für mich nicht akzeptabel gewesen. Dann habe ich irgendwann mich dazu entschlossen und gesagt, ich möchte jeden Abend nach Hause, und wenn es auch nur ein paar Stunden sind, die ich dann zu Hause habe. Ich mache das jetzt seit über 11 Jahren, also im 12. Jahr mache ich das jetzt. Also insgesamt bin ich 1,5 Millionen Kilometer gefahren. Das ist zum Beispiel bis zum Mond wieder zurück, nochmal hin, nochmal zurück, und ich glaube, ich bin jetzt das dritte Mal auf dem Weg zum Mond. Und dieser Weg führt wie jeden Morgen über Köln, wo er jetzt umsteigen muss. Das ist er. Ja, aber leider nur ein Teil statt zwei. Dann werden wir weniger Platz haben. 3 bis 4 Mal im Jahr verpasst er den Anschluss hier. Aber was ist diese Fehlerquote schon bei über 200 Fahrten jährlich? Inzwischen ist Frank Schäfer 60 Kilometer näher an seinem Ziel. Und Claudia Launag auf halber Strecke Richtung Schwäbische Alb. In einer Klinik ist sie dort leitende Hausdame, für 4 Mitarbeiter verantwortlich. Ich habe jetzt im Prinzip nicht wirklich viel mehr oder eigentlich genauso viel wie ein Hartz-IV-Empfänger. Wenn ich alles abziehe, wenn ich es ganz bodenständig durchrechne. Ich habe also 400 bis 500 Euro Spritkosten, dann meine Miete, dann sonstige Kosten, die abgehen. Und wenn ich jetzt nur sehe, was ich so zum Leben habe, wie gesagt, bin ich bei 400 Euro grob. Also ja, Lohn tut sich's nicht wirklich von dem ganzen Stress, den ich habe. Aber ich mache das aus einer Überzeugung heraus. Mir macht mein Beruf sehr viel Spaß. Ja. Manche können es bis jetzt noch nicht glauben. Also ich werde immer wieder gefragt, ja, bist du schon umgezogen? Wann ziehst du denn um? Und wenn ich dann sage, ich ziehe nicht um, warum soll ich umziehen? Ja, willst du denn jeden Tag die Strecke und ausgerechnet Stuttgart? Das ist doch der Wahnsinn. Also es kann kaum jemand verstehen. Es gibt wenige, die das verstehen. Umziehen kommt für Claudia Launag nicht in Frage. Sie hätte gern einen Job an ihrem Wohnort. Ich habe schon auch Stellenangebote bekommen, aber für 1.300 Euro brutto in der leitenden Funktion. Also sorry, nee, das geht gar nicht. Das war bei Ihnen in der Nähe, ja? Ja, relativ nah, ja. Aber dann wäre ich auch nicht aus dem Hartz IV rausgekommen. Also ich hätte ja dann auch weiterhin Leistungen beziehen müssen, weil was bleibt da brutto hängen? Pff, keine Ahnung, 800, 900 Euro, wenn überhaupt, 800, 700, 800 Euro vielleicht. Und da hätte ich dann, ach was, da hätte ich ne, genauso, also das hätte ich dann lassen können. Also das war auch nichts. Fand ich schon eine Unverschämtheit, dass man mir sowas anbietet. Man will ja schließlich von dem Geld, was man erarbeitet, auch halbwegs anständig leben können. Auch er hat eine Stelle in leitender Funktion. Zu dem Firmenwagen gehört auch die Tankkarte dazu. Das heißt, ich kann im Werk und auch bei verschiedenen ausgesuchten Tankstellen eben tanken und muss das nicht selbst begleichen. Ja. Richtig. Und das ist natürlich, gerade in der heutigen Zeit bei den Spritkosten, ist es natürlich ein enormer Vorteil, den ich eigentlich natürlich noch, sage ich mal, zu meinem Jahresgehalt oder was auch immer dazu zählen muss. Ne? Also das ist natürlich ein Bonus, den ich habe, den viele nicht haben und deswegen sich auch viele das Pendeln einfach gar nicht leisten können. Das muss man auch mal ganz klar so sehen. Weil wenn ich jetzt die Spritkosten selbst bezahlen müsste, dann wäre ich mit der Bahn dann doch sehr viel günstiger dran zum Beispiel. Ja. Guten Morgen. Morgen. Einmal die Fahrkarte. Ja, gerne. Im ICE von Köln zum Frankfurter Flughafen. Danke. Die Bankkarte kostet im Abo 379 Euro pro Monat. Im Jahr? Im Jahr sind das ungefähr 4.500 Euro. Das hört sich erstmal viel an. Ich fahre aber 40 Mal im Monat, 20 Mal hin und 20 Mal zurück. Und runtergebrochen werden das ungefähr 9,50 Euro pro Strecke. Das ist also nicht mehr so wahnsinnig viel dann.
wenn man es runterbricht. Man kann es natürlich auch nach oben brechen, 4.500 Euro mal 10, ich fahre jetzt sogar 11 Jahre, das wären 45.000 Euro rund. Dafür bekommt man natürlich auch ein Auto, aber ist natürlich auch noch nicht gefahren damit. Also Kraftstoff und so weiter, das käme noch dazu. Autofahren eine Alternative? Ich hätte gar keinen Plan B. Denn würde es diese Schnellstrecke nicht geben, wäre ich eine Stunde länger unterwegs jeden Tag. Und das würde dann 2x4 Stunden ausmachen. Und das wäre dann einfach zu viel. Also alles, was über die 3 Stunden hinausgehen würde pro Strecke, das wäre zu viel. Das würde ich dann nicht mehr so in der Form durchführen können. Das würde dann zu sehr an die Substanz gehen, denke ich. Ich komme aus Bochum. Gespräche unter Pendlern. Man kann nicht immer nur dösen. Und aus geht's dann weiter mit der S-Bahn. Auf der Alp ist es immer einen Kittel kälter. Claudia Launack ist endlich am Ziel. Sie war eine knappe Stunde unterwegs. Jetzt haben wir 6.51 Uhr. Ich muss mich jetzt beeilen. Mein Dienst beginnt um 7 Uhr. Und bis später dann. Ciao. Stuttgart zwischen Stuttgart-Feuerbach und 30 Kilometer vor Frank Schäfers Ziel. So sieht die Autobahn aus. Und das Radio bringt ohne Ende Staumeldungen. Seit 5 Minuten. Sein Navigationsgerät empfiehlt ihm, runter von der Autobahn. In Richtung von Kassel nach Frankfurt zwischen dem Gambacher Kreuz und Obermörlen. Auch da 5 Kilometer stoppen. Und es kann natürlich sein, dass wir jetzt komplett durch die Pampa fahren. Ja? Aber mir ist es auf jeden Fall lieber zu fahren, auch wenn es genauso lang dauert, als da rumzustehen. Oje, sein Arbeitspensum, die vielen Termine, 3 Meetings. Ob er heute noch alles schafft? Mist, unter ihm auf der Autobahn fließt der Verkehr jetzt. Wahrscheinlich, weil alle rausgefahren sind, wie er auch. A67 Mannheim Richtung Darmstadt zwischen Lorsch und Gernsheim, 3 Kilometer Stau und dann zwischen Funkstadt und dem Darmstädter Kreuz auch nochmal 3 Kilometer. Und das liegt unter anderem daran, dass im Darmstädter Kreuz die Überleitung zur A5 in Richtung Frankfurter Kreuz gesperrt ist. A81 Richtung Stuttgart. Mit 5 Minuten Verspätung kommt der ICE, in dem Peter Schieder sitzt, am Frankfurter Flughafen an. Auf die Distanz gesehen macht das nicht viel aus. 5 Minuten jetzt später kommen auf 300 Kilometer. Das kann man mit dem Auto eben auch nicht vorher festmachen, ob man da pünktlich sein wird oder nicht. Angekommen ist er längst noch nicht. Wiedersehen. Er steigt hier nur um. Zum 3. Mal inzwischen, wie jeden Morgen. Schönen guten Morgen. Danke. Anstatt so schnell wie möglich weiterzufahren, gönnt er sich hier einen Luxus. Eine Pause in dieser Lounge der Deutschen Bahn. Service für Vielfahrer, Getränke und Zeitungen umsonst. Und Ruhe. 20 Minuten lang. Das ist ein Ritual für Peter Schieder jeden Morgen gegen 7, nach über 2,5 Stunden Fahrt. Ein Genuss, ein Privileg, eine kleine, süße Freude, bevor er weiter muss. Der Frühsport geht weiter. Vom ICE-Bahnhof sind es 1108 Schritte und 10 Minuten durch den Frankfurter Flughafen zum Regionalbahnhof. Er steigt pünktlich in die S-Bahn und fährt jetzt noch 25 Minuten weiter. Über die Landstraße auf dem Weg nach Stuttgart unter Türkheim. Frank Schäfer kann seine Arbeitsplanung für den heutigen Tag gleich knicken. Im Schritttempo kommt er voran. Gleitzeit. Alles schön und gut. Doch. Und es sind natürlich immer wieder irgendwelche Aufgaben oder irgendwelche Tätigkeiten da, die nicht unbedingt terminkritisch sind, aber wenn man sie immer wieder vor sich her schiebt, weil man einfach nicht dazu kommt, weil man im Stau steht, irgendwann terminkritisch werden. Und das will ich natürlich vermeiden. Das heißt, ein gewisser Druck ist immer da, klar. Ist aber auch nicht negativ. Also ein gewisser Druck ist ja auch, hält mich auch irgendwie fit. Ja, ja klar. Solange der Stress positiv ist, finde ich das gut. Macht es Spaß. In Stuttgart angekommen. Die 2,5 Stunden Pendelei muss er heute in Kauf nehmen, der Karriere wegen. Je früher er losfährt, desto größer ist die Chance, den Stau zu umgehen. Das ist das tägliche Pendlerroulette. Trotzdem ist er gut drauf. So, hier muss ich jetzt rein. Hier muss ich rein. Wir sehen uns dann noch irgendwie. Gut. Wer noch unterwegs ist, das ist Peter Schieder. Er sitzt immer noch in der S-Bahn.
und ist schon seit über 3 Stunden am Pendeln. Die Schüler um ihn herum sind gerade erst aufgestanden. Ja, jetzt sind wir den ganzen Tag elektrisch unterwegs gewesen. Angefangen mit der U-Bahn, 2x ICE, S-Bahn und gleich geht's mit dem Auto weiter. Auch elektrisch. CO2-neutral unterwegs zu sein, das ist ihm wichtig. Mainz-Bischofsheim S-Bahn-Station, dann 718 Schritte bis zum Parkplatz, wo heute sein Elektrodienstwagen auf ihn wartet. Für mich ist das eine innere Einstellung. Ich bin von vornherein darauf eingestellt, dass ich unterwegs sein werde, dass ich 3 Stunden dafür brauche. Und für mich ist das durchaus normal. Andere brauchen 20 Minuten. Ich bin 3 Stunden unterwegs und das ist für mich vollkommen okay. Ja, so langsam stimme ich mich jetzt schon auf das Büro ein. Bisher war ich privat unterwegs. Aber jetzt denke ich darüber nach, was auf mich zukommen kann. 7.55 Uhr. Angekommen. Morgen. 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 Seine Arbeit hier liebt er. 300 Kilometer von zu Hause entfernt. Morgen, Albert. Morgen, Peter. Hallo. Und? Gut angekommen. Gut angekommen. Alles gut gelaufen. Ja. Vor allen Dingen keine Verspätung. Alles prima gelaufen. Jetzt fängt der Arbeitstag an. Die 3,5 Stunden Fahrt hierher, schon vergessen. In Stuttgart-Untertürkheim, in Rüsselsheim und in Albstadt. 8 bis 10 Stunden sind alle 3 Pendler heute wie jeden Wochentag gut beschäftigt. Nach Feierabend geht alles wieder von vorne los. Nur in die entgegengesetzte Richtung. 17 Uhr. Claudia Launack hat Feierabend und einen leeren Tank. So, jetzt fahre ich raus zum Tanken. Boah, die sind teuer. Ich mache heute bloß halb voll, wenn überhaupt. Ihr hart verdientes Geld Tag für Sprit ausgeben. Pro Fahrt sind es 9,69 Euro. Über die Pendlerpauschale kann sie 40 Cent pro Entfernungskilometer absetzen. Man merkt, es ist im Land, ne? Super. Ich habe früher direkt in Stuttgart gewohnt. Und als ich dann nach Filderstadt zog, war das für mich schon Provinz. Und hier, sowas nervt mich jetzt zum Beispiel. Das ist echt anstrengend. Ja. Arbeitsschluss für Frank Schäfer in Stuttgart. Jetzt braucht er Musik, um sich auf das Pendlerschicksal nach Feierabend vorzubereiten. Nach 7 Kilometern ist es soweit. Ja, man muss es annehmen, ja, hinnehmen. Es, wie gesagt, es bringt nichts, wenn man sich darüber aufregt. Es geht auch nicht schneller vorbei. Es bringt einem nur schlechte Laune. Wenn alles gut läuft, ist er jetzt 2 Stunden unterwegs. Peter Schieder ist auch soweit. Nehmt den Laptop heute mit und ich muss los. Der ist pünktlich. So, auf ein weiteres. Also 346 Schritte zum Auto. 7 Kilometer nach Mainz-Bischofsheim. 718 Schritte zum S-Bahnhof. Dann 1108 Schritte durch den ganzen Frankfurter Flughafen zum ICE-Bahnhof. Und los nach Bochum. Jetzt bringt er alles zu Ende, was er im Büro hat liegen lassen müssen, um seinen Zug zu schaffen. So pendeln sie wieder dahin, wo sie herkommen. Jeder auf seinem Heimweg. Wäre das Mittwochabend, okay? Also, ja, ich denke mal schon. Familie und Freunde sieht er viel zu selten. Telefonieren, das geht auch während der Fahrt. Ja, du, also da bin ich eh noch auf der Autobahn, gehe ich von aus. Ja, okay. Also ja. So früh komme ich nicht weg und ja. Peter Schieder macht es genauso, das tägliche Ritual. Telefonieren mit seiner Lebensgefährtin. Claudia Launack will nur noch nach Hause. Organisiert noch schnell die Tischdekos für morgen, mehr ist nicht drin. Ja, man ist viel auf der Straße, man ist sehr viel auf der Straße und da passieren nochmal die Unfälle und man hofft eigentlich nur, dass man nie dabei ist. Ja. Das lernt einem das Pendeln auf jeden Fall und Geduld kriegt man auch gelehrt. Ja.
Man wird geduldiger. Das spielt gar keine Rolle, ob man jetzt 10 Minuten später da ist oder auch nicht. Das macht auch keinen großen Sinn, sich darüber aufzuregen. Wenn man ohnehin 3 Stunden unterwegs war, dann machen 10 Minuten einfach nicht mehr viel aus. Ja, was lädt mich das noch? Klar, das Ganze funktioniert nur dann mit dem Pendeln, mit dem Job irgendwo 150 Kilometer weg, wenn der Rückhalt da ist, den man unbedingt braucht. Also sowohl von den Töchtern oder sei es meine Lebensgefährtin oder mein Sohn. Endlich da. Seit 5 Uhr wach, 9 Stunden Job, 2 Stunden unterwegs. Das sind ihr genau 2 Stunden zu viel. Wäre ihr Job doch nur um die Ecke. Mit Sicherheit wäre ich heute rausgegangen, Nordic Walking ein bisschen im Feld, in der Sonne laufen, ja, Natur genießen, vielleicht irgendwo ein Straßencafé, sowas in der Art. Aber durch die Pendelei geht es jetzt einfach nicht. Chor singen würde ich gerne machen, solche Dinge. Ja, geht nicht, weil ich einfach zu müde bin. Das schränkt einfach ein. Um 21 Uhr geht sie schon ins Bett. Hörspiele anstatt Lesen nach Feierabend. Frank Schäfer nutzt die Zeit. Noch die letzten 50 Kilometer vor Hemsbach. Heute will er noch versuchen, zu seiner Badminton-Gruppe dazuzustoßen. Geschafft. Die letzten 15 Minuten kann er noch mitspielen. Immerhin. Er ist jetzt 15 Stunden auf den Beinen. Davon 4 Stunden im Auto. 300 Kilometer weit und einen 10-Stunden Arbeitstag. Ja, ist anstrengend, ich weiß, aber es ist eine Gewohnheitssache, glaube ich. Also ich merke jetzt keine extreme Müdigkeit oder würde nicht sagen, dass ich jetzt extrem kaputt bin. Klar, vom Badminton spielen, aber jetzt nicht von der Arbeit. Und vom vielen Fahren auch nicht, vom vielen Pendeln. Zu Hause ist er erst um 7:45. Levin, sein 6-jähriges Kind, schläft schon. Seine Frau Petra sieht ihn heute zum ersten Mal. Und, alles gut? Ja. Er ist vielleicht ein bisschen entspannter, ja, weil ihm der Job mehr Spaß macht. Und ich glaube, das merkt man auch. Immer noch im Zug ist Peter Schieder. Der ICE hat 20 Minuten Verspätung. Um 8 Stunden zu arbeiten, war er 7 Stunden unterwegs. Wie jeden Tag. Da seid ihr ja. Ja, da seid ihr ja. Seine Lebensgefährtin Susanne ist um die Uhrzeit schon längst da. Sie arbeitet in Bochum. So. Ist das okay? Ja? Immer noch gut drauf. Ja, das scheint okay zu sein. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen auch um die Gesundheit. Ich gehe häufiger zum Sport, ich mache Yoga. Das kann er alles nicht mitmachen, obwohl er es gerne mitmachen würde. Aber dafür ist die Zeit abends zu knapp. Am Wochenende schaffen wir das auch nicht. Und ich finde schon, dass das Leben, was er führt, ist kein gesundes Leben. Und da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen. Also es ist schon ein bisschen verrückt, ja. Immerhin 5 Kilometer ist er gelaufen, von Zug zu Zug. Das ist ein Leben, was andere nicht führen. Ja, das ist richtig. Aber ich möchte mal sagen, das macht das für uns auch interessant, weil wir uns eben nicht so häufig sehen, weil wir häufig unterwegs sind, ist dann die Qualität der Zeit, die wir zusammen verbringen, eine ganz andere als bei Ehepaaren, die sich von nachmittags 5 Uhr bis nachts um 2 da auf der Pelle hängen. In Deutschland pendelt jeder zweite Arbeitnehmer. Einige fahren nur 10 Kilometer, andere über 600. Tag für Tag. Immer unterwegs zwischen Heimat und Beruf.